Munich Quantum Valley soll es erstmal darum gehen, Quantencomputer auf verschiedenen Technologieplattformen zu entwickeln, supraleitenden Systemen, Ionenfallen und Neutralatomen, und zum anderen aber gleichzeitig auch dafür zu sorgen, Quantentechnologien in ihrer ganzen Bandbreite bayernweit zu entwickeln. Supraleitende Qubits gelten insbesondere durch deren Potenzial zur Skalierbarkeit und den exzellenten Kontrollmöglichkeiten als eine der vielversprechendsten Technologien für den Bau eines Quantencomputers. Qubit-Systeme haben spezielle Kühlungsanforderungen. Wir als Hersteller von Tieftemperatursystemen wollen mit passenden Lösungen zu deren Weiterentwicklung und Anwendung beitragen. Das werden wir mit Kunden und Partnern aus dem Munich Quantum Valley machen. Die AQD realisiert Quantencomputer auf Basis von gespeicherten Ionen. Aktuell können wir ca. 20 Qubits speichern und manipulieren, und das im nahezu fehlertoleranten Bereich. Zusammen mit der Expertise der Kaltatomforscher in München wollen wir diese Expertise jetzt auf 3- bis 4-stellige Anzahl an Qubits erweitern. Die Menlo Systems liefert Laser für Quantencomputer, die hier in Bayern gebaut werden. Mit diesen hochpräzisen Lasern kann man Qubits gezielt ansteuern und auslesen. Schon heute haben wir viele Möglichkeiten, uns Quantenphänomene kontrolliert im Labor anzuschauen. Wir können beispielsweise Quantensimulationen mit bis zu 1000 Atomen durchführen, von Festkörpermodellen, die relevant sind für das Phänomen der Hochtemperatur-Supraleitung. Wie für jeden Entwicklungsaufwand, der in Neuland vorstoßen will, braucht es einen sehr gut zusammenspielenden Team-Effort. Und insofern bin ich auch sehr glücklich, dass es hier ein gutes Zusammenarbeiten der Universität in Erlangen mit den Münchner Universitäten geben wird. Wir von Toptica bauen seit über 20 Jahren Laser für die Forschung. Und jetzt können wir nicht nur für die Forschung, sondern auch für reale Anwendungen, Quantensysteme, Quantencomputer unterstützen. In den letzten Jahren hat das Google Quantum AI-Team mit bayerischen Forschungseinrichtungen im Bereich Quantenrechnen eng zusammengearbeitet. Wir freuen uns deshalb sehr über die Bündelung dieser hervorragenden Forschungskompetenzen im Munich Quantum Valley. Wir von der LMU Informatik haben heute schon Zugriff auf die Quantencomputer von IBM, Rigetti, D-Wave und Fujitsu. Für das Munich Quantum Valley entwickeln wir Software und Anwendungen und verproben diese mit unseren 127 Anwenderfirmen. Bei Volkswagen klassifizieren wir Quantentechnologien, im Speziellen das Quantum Computing, als strategisch wichtig, weil wir uns große Fortschritte in diversen Anwendungsbereichen erwarten. Das sind unter anderem das Machine Learning, wo wir uns erwarten, Algorithmen schneller und genauer trainieren zu können, die Quantenchemie, am Beispiel der Elektrochemie unserer Batterien. Das Potenzial ist groß, bei der Optimierung der Logistik, bei der Simulation chemischer Reaktionen in der Batteriezellforschung oder auch bei den Themenfeldern Machine Learning und Computer Vision. Es gibt in der Automobilindustrie eine Vielzahl von hochkomplexen Problemen, die wir mit klassischen IT-Systemen nur ungenügend derzeit lösen können. Das Münchner Quantum Valley ermöglicht es uns hier, zukünftig die Herausforderungen der Automobilindustrie mit Quantum Computing zu meistern. Für die Durchführung dient uns das neue Zentrum für Quantencomputing und Quantentechnologien, was eben diese ganzen Projekte koordinieren soll, bayernweit, einmal im Bereich des Quantencomputing, aber auch in den ganzen anderen Bereichen der Quantentechnologien. Und soll natürlich auch Synergien schaffen und Know-how, was in bestimmten Bereichen generiert worden ist, sicherstellen, dass das auch in andere Projekte transferiert werden kann.